hallo liebe Forever Vertriebspartner. Heute hier in Schloss Freiham begrüße ich Lukas Krämer. Herzlich willkommen, Lukas. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Lukas, was machst du eigentlich beruflich im Leben? Ich bin beruflich bei der Münchner Berufsfeuerwehr. Oh, okay, das ist ja eine spannender Job, da werden viele Ladies von unseren Vertriebspartnern sagen, juhu. Aber ich weiß, Lukas, du hast natürlich ein Hobby, das dich viele, viele Stunden pro Tag beschäftigt. Um was geht es denn eigentlich? Ja, ich mache in Anführungszeichen nebenbei Triathlon, sofern man Triathlon überhaupt irgendwie nebenbei machen kann, weil es halt doch ein wirklich sehr zeitintensives Hobby ist. Ja. Und ja, wie du gesagt hast, das kostet die eine oder andere Stunde am Tag, ja. Die eine oder andere, das sind schon etwas mehr, oder? Was Stunden damit drin. Ja, es ist schon nicht mehr viel Zeit übrig, wenn man hauptberuflich bei der Feuerwehr ist und nebenbei dann das Hobby noch auf dem Niveau betreiben will, dann ist nicht mehr allzu viel Zeit nebenbei, das ist richtig. Und ich weiß, dass egal, ob du jetzt als Feuerwehrmann beschäftigt bist oder eben als Triathlon-Athlet, du das alles sehr ernst nimmst. Und das Jahr 2014 war ja ein fantastisches Jahr für dich. Das ist richtig. Also vom Triathlon her gesehen natürlich. Ich war zum ersten Mal auf Hawaii, was ja so das Mekka vom Triathlon ist. Und war da auch im ersten Jahr schon ganz erfolgreich. Also habe ich vor mir hier einen Weltmeister in seiner Kategorie, oder? In meiner Altersklasse. Ja, 30 bis 34, glaube ich. Richtig? Genau. Also das erste Mal teilgenommen und das erste Mal sofort Weltmeister geworden. So kann man sagen. Ich hätte selber nicht erwartet im Vorfeld, aber es lief verhältnismäßig gut und jetzt bin ich's. Was sind die Erinnerungen, die du mitgenommen hast? Ich glaube, das war Oktober 2014, oder? Das war im Oktober letztes Jahr. Die Erinnerungen sind total gemischt. Es war unendlich heiß, unendlich hart, aber auch unendlich schön. Die Insel ist einfach ein Paradies. Da den Sport so zum betreiben zu dürfen, ist ja einfach ein Wahnsinn. Wenn ich dich vor dem Rennen gefragt hätte, was ist dein Ziel heute? Was möchtest du erreichen? Was hättest du geantwortet? Ich hatte kein fixes Ziel im Vorfeld, weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Zum einen, man weiß nie genau, wer von den Gegnern da ist. Das ist in den Altersklassen immer ein bisschen schwierig, weil man auf der ganzen Welt jetzt nicht alles verfolgen kann. Und zum anderen wusste ich einfach auch nicht, wie ich mit den Bedingungen klarkomme. Und der ganz erfahrene Triathlet bin ich nicht. Das macht die Langdistanz auch erst seit 2 Jahren. Und somit bin ich eigentlich mit relativ wenig Ziele nach Hawaii geflogen und dafür dann relativ erfolgreich heimkommen. Und wann, in welchem Moment wurde dir bewusst, jawohl, ich kann Nummer 1 werden in meiner Kategorie? Ich kann es werden, war mir ja so am Anfang beim Laufen bewusst. Zwischendrin habe ich dann wieder eher daran zweifelt, weil dann halt doch wirklich harte Phasen kommen sind im Rennen, wo ich dann auch fast nicht mehr daran geglaubt habe, dass ich das so ins Ziel bringe. Und am Schluss dann, klar. Dann war es soweit. Genau. Welche Rolle haben unsere Produkte gespielt in der Vorbereitung und auch während des Rennens? Der Einstieg zu den Produkten kam über das Arginin, über das Argi Plus. Diese rote Dose hier also. Genau. Argi unterstützt vor allem unseren Verein ja schon seit Jahren und so bin ich zu dem Produkt gekommen. Ich habe es hauptsächlich zur Regeneration und dann irgendwann auch während den Wettkämpfen mit benutzt und war eigentlich wirklich zufrieden damit und habe ein gutes Gefühl dabei gehabt. Und ja, wenn man mit einem Produkt zufrieden ist, dann schaut man natürlich, was gibt es sonst noch. Und so bin ich dann halt auf das Gel und das Promastin gekommen. Also du bist ein Trinker geworden. Ja. Kann man mittlerweile. Also können wir sagen, dass wir als Forever dich ein bisschen unterstützt haben, indem wir du die Nummer 1 geworden bist, Weltmeister letztes Jahr in Hawaii in deiner Altersklasse. Es war auf alle Fälle ein kleines bisschen. Es war auf dem ganzen Weg dabei und daher war es natürlich auch eine Unterstützung. Auf alle Fälle. Sehr schön. Was sind eigentlich deine Ziele jetzt für das Jahr 2015? Dadurch, dass ich letztes Jahr Weltmeister geworden bin, bin ich wieder für Hawaii qualifiziert für 2015. Somit steht das Saisonziel eigentlich fest. Ich will wieder auf Hawaii und will da wieder halbwegs solide abschneiden. Und in der Vorbereitung stehen noch 1, 2 Mitteldistanzen auf dem Plan. Mal schauen, wie es läuft. Und das bedeutet aber auch, dass dieses Jahr im Oktober in Hawaii
sich viele merken werden. Können wir das kurz zeigen? Der junge Mann, der mit einem Lederhosen-Outfit hier gekommen ist. Ja, das Outfit ist ja mittlerweile fast bekannter als ich selber. Ja, hier ist es, das berühmte. Ja. Das ist ja auch mit unter anderem über AG entstanden und ganz genau. Bin da unterstützt worden bei meiner Idee, das so umzusetzen. Cool, sehr cool. Und ich denke, es ist super geworden. Also jeder wird dann sagen, guck auf den Lederhosenmann, den müssen wir schlagen. Aber ich bin sicher, Lukas Krämer wird wieder das Ergebnis nach Hause bringen. Ich werde mich versuchen zu wehren. Was es wird, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Alles Gute wirklich. Und danke, dass du hier gekommen bist. Vielen Dank. Gerne, danke auch. Tschüss forever!